So, hallo Leute und auch willkommen zu einer neuen Folge von Ark Extinction. Und ja, meine Freunde, heute dachten wir uns auch tatsächlich, dass wir mal den Forest Titan versuchen zu zähmen. Und ob wir das nun schaffen, ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben uns ja in den letzten Folgen wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, unsere Base zu verteidigen, zu farmen, sehr viele neue Dinos auch zu zähmen. Und ja, Freunde, hier sind wir nun mit unserem Titan Destroyer und unserem One-Hit-Wonder. Beides, ja, gezüchtete Titans, eine gezüchtete Gigas, mit dem wir jetzt tatsächlich einen Titan zähmen. Und da passt einfach auch der Name einfach perfekt, ein richtiges Wortspiel, Freunde. Von da würde ich auch sagen, wir sind jetzt gerade vor der Cave, ne, vor der Forest Cave, dass wir jetzt nun reingehen und dann versuchen, ja, diesen Titan auch zu zähmen. Und ob es uns das gelingt, Freunde, gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr uns Glück wünscht. Und dann, ja, werden wir losgehen. Hier ist tatsächlich gar nicht so viel drin. Es ist nicht so wie in der Ice Cave, wo die ganzen Polovias hier kommen, ne? Und auch nicht wie in der Desert Cave, wo die ganzen Onyx kommen. Es sieht relativ gut aus. Ne? Hier vorne eine wunderschöne Wasserfälle. Es erinnert mich so ein bisschen wie an, ja, Mononoke Hime, so ein bisschen. Sieht wirklich sehr schön aus, Freunde. Schaut euch das an. Latschen wir einfach mit unseren Giga durch, ne? Ich glaube, das würden wir auch ohne Giga schaffen. Aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn man eben Gigas dabei hat. So. Genau, das an Fallschaden war noch in Ordnung. Wir sollten aber natürlich im besten Fall vorher absteigen. So, denn hier haben wir auch schon Rexe. Nice. Okay, das war easy, das war sehr easy. Okay. Okay, Freunde, so viel zum Thema Rexe. Was haben wir denn hier drin? Ein Loot Crate mit... Oh, ein... Paturinosaurus-Sattel, nice. Und ein Schwert, nicht schlecht, Freunde. Besser als nichts, nehmen wir auf jeden Fall mit uns. So. Oh, was haben wir denn hier noch? Terrys. Hey, Freunde. Seht schon, unsere Gigas sind übelst OP, ne? So, und ich hoffe auch, dass wir damit es tatsächlich schaffen werden, bis zum Giga zu kommen. Das will ich auf jeden Fall, bis zum Titan zu kommen. Ihr seht schon, ich verwechsel das immer, da wir unseren ersten Giga-Titan genannt haben. Ah gut, ihr seht schon hier... Oh. Kommen wir noch gerade so durch. Ne? Aber, ihr hört schon, wir nähern uns... Oh! Hey! Hallo! Okay, was haben wir denn hier drin in diesem Loot Crate? Und es ist nichts anderes... Oh, nice! Ein Kano-Sattel! Aua, und irgendwas greift mich da gerade an! Wir sind schon von alleine, hat er nichts gemacht, aber gut. So, sind auch alle wieder dabei. Na, dann wollen wir mal weitergehen, Freunde. So, noch ein Kano, ne? Ich meine, jetzt, wo wir den Kano-Sattel haben, passt es natürlich perfekt. Und hier sieht das auch schon übelst cool aus. Es sieht schon so aus, als wenn es nicht mehr weit ist. So. Ich muss auch sagen, dass mir von allen Höhlen diese Höhle auch am besten gefällt. Ja, ganz einfach aus dem Grund, da man wirklich halt auch coole Dinosaurier hat. Man hat Rexe, Kanos, Terrys, Allosaurier. Das ist halt nicht so wie in, ja, in der Ice Cave, wo man die ganzen Polovias hat, die halt wirklich sehr nervig sind. Und da, Freunde, ist es auch schon. Es ging relativ schnell. Und da sehen Sie, aber hier haben wir es. Ne? Hier, oh. Das war ein bisschen schlecht. Alter, Herr Meatrun, alles. Hilfe! Wow. Oh. Ich bin fast tot, Freunde. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Okay, Freunde. Helft mir! Okay, Freunde, das sieht sehr schlecht aus, Steck auf. Uff. Okay, Freunde. Was kalter, da wäre noch ein Job. Ich wäre fast draufgegangen. So viel zum Thema. Yep. So viel zum Thema, die Höhle. Ich meine, der Giga ist in Rage gegangen. Wirklich? Ja. Yep. Aber gut. Alles kalter. Ja. Hier ist noch ein Drop, wenn du willst. Ein Drop. Oh, den muss ich auf jeden Fall clearen. Wo ist der denn? Hier, komm mit. Ja. Okay, Freunde, das war knapp, aber es hat uns gezeigt, wir sollten auf jeden Fall aufpassen. So, diese Megalosaurier sind nicht zu unterschätzen. Der hat eine Aura. Der ist was
ganz Besonderes. Oh, mal gucken, was jetzt hier drin ist, Freunde. In diesem roten Drop. Und ihr seht auch schon, es ist tatsächlich... Wow! Ein... Okay, es ist ein, ich dachte schon, es wäre Asken, das ist einfach nur ein Mega-Luceros. Ich dachte zuerst, es wäre Askenland. Aber es ist einfach nur Crap. Ja, das ist schön. Schade. Okay, Freunde. Ist natürlich ärgerlich, ich meine, es waren jetzt nicht so coole Sachen. So, jetzt werden wir erstmal unsere Sachen ablegen hier. Ne? Ich meine, besser als nichts, ne? Ein Kanusattel Journeyman ist schon mal gar nicht schlecht. Aber ihr seht schon, unser Titan hat sehr viel Leben verloren. Eben durch den Sprung. Die kriegen so viel Fallschaden. Aber gut, Freunde. So, ich meine, wir lernen aus unseren Fehlern. Das ist das Wichtigste. Das ist menschlich. Aber gut. Da würde ich auch sagen, wir haben alle Sachen dabei, oder? Wir haben auch nichts vergessen, hoffentlich. Da bin ich jetzt mal gespannt. Alle können sich an absatteln und wir werden rausgeportet. Genau. So. Hier ist das Terminal. Oh. Ein Mikroraptor, alles klar. Sollen wir mal schauen? Eine Foresight, wir brauchen tatsächlich... Genau, das Artefakt haben wir, die Tyrannosaurus-Arme haben wir. Genau, wir haben eigentlich alles. Perfekt. So, fehlt noch das Artefakt, Freunde. Und dann können wir... Okay, dann würde ich sagen, Freunde... Okay, dann würde ich sagen... Einmal starten. 3, 2, 1. Es geht los, Freunde. Es geht los. Und ich hoffe wirklich, dass alle unsere Dinos jetzt auch mitkommen. Aber ihr seht auch schon hier, es sieht sehr episch aus. Ne, Haku schreit schon. Unser erster Titan. Schau dich mal an, wie Haku schreit. Ja, das ist ein Bug. Das ist nicht gefixt. Das siehst aber nur du so, also ich sehe es nicht bei mir hinter dem Mund zu. Und das, meine Freunde. Oh, jetzt. Wow. Da ist ja. Oh Gott, der Drache, der Drache. Der sieht übelst krass aus. Hol den Drachen, genau, hol den Drachen. Wow. Okay, das ist ein Titan. Und ich nehme mal an, wir müssen diese korrupten, korrupten Beulen abschießen, ne? Wow, Freunde, auch die Musik ist einfach übelst episch. Okay, und ich hoffe wirklich... Das ist eine ganz blöde Idee. Lasst es. Okay, Zu weit horizontal, ich bin näher ran. Zu weit horizontal, was heißt das denn? Näher ran? Krass, Waldtitan. Okay, Freunde, der sieht übelst krass aus. Schaut ihn euch an. Die Wyvern kannst du fliegen, die sind friedlich. Echt? Wie cool ist das denn? Okay, Freunde, friedliche Wyverns, also... So. Dann werden wir mal versuchen, ihn hier seine Beulen abzuschießen. Wow. Ja. Ich bin ja gefährlich nah. Sehr gefährlich nah. Oh, oh nein, nein, nein. Ja. Das sieht wütend aus, Freunde. Wow. Okay, ich bin rooted. Krass, er hat mich eingewurzelt. Schwerter. Okay, es funktioniert. Schwerter, Freunde. Krass. Dieser Titan ist einfach übelst episch. Okay, wir holen uns jetzt, was wir brauchen. Wir holen uns seine Beulen. Wir befreien ihn von seinem Leid. Okay, Titan. Keine Angst, wir wollen dir nichts Böses. Wir wollen dich nur erlösen. Askalter, wenn du einen Schaden machst, hast du die richtige Stelle getroffen. Ein Schaden, okay, Freunde. So, wir werden auch jetzt mal diesen Drachen nehmen. Schaut ihn euch an. So. Es hat leider nichts gebracht, Freunde. So, ich versuche auch wirklich seine Beulen zu treffen, aber irgendwie funktioniert das nicht so gut, ne? So, ich weiß nicht, ob man auf ihn landen kann. Nicht wirklich. Nicht wirklich, Freunde. Aber krass. Ich glaube, mit den Drachen geht das nicht so gut, Freunde. Mit den Drachen geht das nicht so gut. Wir müssen das anders machen. So, ein Schaden.
Ein Schaden, perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Ich habe auch das Gefühl, die wachsen irgendwie, Freunde. Kann das sein? Mann, er bewegt sich zu schnell. Oh. Auch Level 1500, Freunde. Es ist einfach krass, ne? Aber ihr seht schon, wir haben ihm relativ wenig Schaden bisher gemacht. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, er wird überleben. So. Guck mal, da ist sie. Die Beule. Ein Schaden, perfekt. So muss das sein. Und das machen wir jetzt 10 Mal. Ich meine, wie viel Leben kann so eine Beule haben? Oh, Freunde, schaut euch das an, ne? Es sieht einfach so episch aus. Und ich wünschte mir wirklich, man könnte irgendwie auf ihm landen, aber es geht nicht, ne? Es geht nicht. Ne, das ist ein richtiger Gott, Freunde. Ein Waldgott. Okay. So, da hat er seine Schultern. Nimm dies! Na, wirklich, viel hat das uns jetzt nicht gebracht, ne? Ich glaube, die Drachen, die bringen es auch eher nur, wenn man den quasi auch töten möchte. Und das wollen wir gar nicht. Wir wollen ihn wirklich nur zähmen. Ah. Okay, Freunde, ein Schaden. Ne, wie oft muss man das denn treffen? Ne, eine gute Frage. Ja, wir machen zu viel Schaden, Freunde. Wir treffen ihn nicht da, wo wir ihn eigentlich treffen sollten. Kann es sein, dass es übel schwierig ist, den zu treffen? Und wow! Ja, Freunde. Nice. Und nein, nein. Don Flamingo wurde getötet, Freunde. Von einem Waldtitan Level 1500. Das heißt, wir sind jetzt nur noch zu zweit. Oder zu dritt. Mist, Freunde. Wie viel Leben haben denn diese einzelnen Beulen? Wow, und es sieht gerade nicht gut für uns aus, Freunde. Das Gift kommt immer näher. Unsere Gesundheit nimmt ab. Wir können schon hier sehen, Freunde. Wir haben nicht viel mehr. Ja, wir haben nicht mehr viel Gesundheit. Und auch die Drachen bringen natürlich relativ wenig hier. Zu weit. Ja. Ja? Könnt ihr mir mal sagen, wie man den treffen soll? Keine Ahnung, wir wissen es selber nicht. Also immer in den niedernen Ball muss man reinschießen. So, also ich versuche es, aber wenn ein Schaden kommt, machst du es richtig. Aber wie viel Leben haben denn diese Bälle? Das ist eine gute Frage. Danny? Eine Menge, und sie werden resettet, wenn man aus einem bestimmten Punkt rausgeht hat. Menge. Okay, Freunde. Wenn wir ihn nicht zähmen können, dann müssen wir ihn besiegen. Das ist natürlich traurig, aber so ist das Forest Titan Level 1500. So, wir werden jetzt unser... Yo! Ne, das war schon mal nice. Wir haben einfach gerade den Forest Wyvern getötet, der eigentlich friedlich ist. Aber gut, Freunde, ihr seht schon, wir machen ihn ordentlich Schaden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Leben er hat. Aber ich denke mal, wir können ihn eigentlich so auch gut futtern. So, der macht natürlich uns auch relativ viel Schaden. Und da müssen wir aufpassen. Ne, weil ich habe nicht wirklich lange überlegt, ne, und auch meine Tribe-Mates meinten, er ist aus Kalter. Wir werden den wahrscheinlich nicht zähmen können. Der ist ein bisschen verbuggt. Und braucht auch, um ehrlich zu sein, Max dafür. Um das richtig gut zu machen. Oh nein, er hat uns auch entwurzelt. Okay, flieg auch mal kurz weg, um jetzt mal seine Leben anzugucken. Ihr seht auch schon, Freunde. Ne, ich sehe da jetzt relativ wenig. Ne, ich kann da jetzt nicht erkennen, wie viel Leben der noch hat. Half-Life. Okay, Freunde, Half-Life. Er hat halbes Leben, er hat halbes Leben. Wir kriegen den down. Okay, Freunde. Wie gesagt, wir müssen das nächste Mal versuchen, ihn zu zähmen, wenn wir irgendwann einen besseren Mech haben. Aber aktuell, glaube ich, können wir das nicht schaffen. Ne, nur mit Flinten. Ne, unsere Munition ist auch schon leer. Das wäre nichts, Freunde. Aber gut, Freunde. So. Und wir töten die ganze Zeit aus Versehen noch die Drachen. So, aber auch unsere Gigas haben schon fast Half-Life, Freunde. Das könnte jetzt ziemlich böse enden. Wir müssen auch später mal jetzt hier genau das ganze Holz wegwerfen, weil das kriegen wir nämlich alles. Das ist das Problem.
Dann können wir uns nicht mehr bewegen. Oh. Genau jetzt, Freunde, jetzt zum Beispiel. Einfach alles. So, wir machen das einfach so. So ist es einfacher. Nochmal. Ja. Okay, egal, Freunde. So. Wir haben ihn fast down. Er hat nicht mehr viele Leben. Er hat nicht mehr viele Leben, Freunde. Wir können es schaffen. So. Sehr stark. Er ist sehr stark, aber wir sind auch stark. Wir sind schon unsere Gigas beide blutig, ne? Muss natürlich auch auf den Rage aufpassen. Aber auch der Forest Titan. Wenn unser Giga stirbt, dann nicht ohne den Titan. Gut, Freunde. Ihr schaut ihn euch an. Und! Mist. Ja. Sollte jetzt gleich dein Löffel abgeben. Genau, müsste bald tot sein, Freunde. Schaut ihn euch an. Er hat nicht mehr viele Leben. So, wir werden uns jetzt auch noch. So, töte ihn, Titan. Und da ist der One-Hit-Wonder. Hat den Forest Titan gekillt. Und wie episch das aussieht, Freunde. Dort ist er. Er verwächst. Und ja, Freunde. Wir haben es damit auch tatsächlich geschafft, den Forest Titan zu zähmen. Schaut euch unsere Gigas an. Schaut euch die Gigas an. So, und ich bin jetzt mal gespannt, was er jetzt auch im Inventar kommt, Freunde. Kurz vorm Tod. Und der Stuff ist im Giga. Der Stuff ist im Giga? Warte, töten. Ja, warte, mein Giga hat ihn gekillt. Das ist die ganze Zeit. Oh. Oh. White Center? Askalter, das war der. Der White Center? Hat, war grad hier. Was? Ja. Yep. Er bleibt stehen und bleibt stehen und bleibt. Er war grad hier. Okay, Freunde, wir müssen aufpassen, wir müssen auf. Schaut jetzt an, Freunde, was alle haben wir hier bekommen? Alles klar! Askalter, komm schnell. MDSM, krass, Freunde, schaut euch das mal alles an. Tech-Engramme, ne? Das ist übelst OP. Und natürlich hier die Trophäe, Freunde. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, hä? Was? Okay, Freunde. Der Santa, der die FOB gebaut hat, der war gerade hier. Ist er immer noch da? Nee, wir haben ihn gekillt. Oh, okay, zum Glück, zum Glück. Aber gut, Freunde, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben es geschafft, den Titan zu besiegen. Ne, das ist ziemlich cool. Ich meine, noch cooler wäre es natürlich, wenn wir ihn zähmen könnten. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht möglich sein. Aber gut, Freunde, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir ihn jetzt nun leider nicht zähmen konnten. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich verspreche es euch, Freunde. Wenn es euch wünscht, gebt einen Daumen nach oben. Und ja, Freunde, ansonsten war es dann auch wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.